Da kommt er, da kommt er. Da. Oh Gott. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Hide and Seek. Wir sind ein Oak Block und es gibt hier irgendwie kein Holz. Gibt das hier Holz? Wir spielen übrigens auf der Space Map, also die Map heißt Space. Das ist anderes Holz. Naja, ich glaube, das andere ist anderes Holz. Können nur mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendwo was. Ganz viel Glück. Aber ich stelle mich jetzt einfach mal hier rein. Komm schon. Und jetzt sind wir ein solider Lockblock, also Oakwood. Jetzt haben wir da Knockback 1 drauf. Hide and Seek ist ein Spielmodi, wo man sich praktisch, sagt ja eigentlich schon, der Modus, also verstecken und finden, glaube ich. Hide and Seek, ja, also suchen. Also es gibt hier einen Seeker. Der rennt dort gerade rum und muss halt verschiedene Blöcke finden, die sich hier verstecken. Man muss 5 Sekunden warten, bis man... Warte mal. Scheiße. Hier hin. Komm schon. Komm schon. Sehr schön. So, man kriegt nach einer gewissen Zeit einen Wooden Sword und mit Knockback 1, dann kriegen wir halt zusätzlichen Schaden und so. Die Seeker spawnen dann meistens in der Mitte und müssen probieren, die Blöcke zu finden. Wenn die Blöcke getötet werden, werden sie selbst zum Seeker und müssen halt immer die anderen Blöcke wiederfinden. So läuft das halt ab, bis diese 200 Sekunden, die jetzt noch laufen, ich glaube, es sind so rund 5 Minuten vielleicht, abgelaufen sind, dann ja, haben die Sieger halt gewonnen, je nachdem wie viele sie getötet haben. Wenn sie alle getötet haben, haben sie halt gewonnen. Wenn noch ein Heider oder so noch verfügbar ist, beziehungsweise noch mehrere in dem Falle jetzt, haben die halt gewonnen, da sie da sie halt überlebt haben. Und dieser Spielmodus ist auf Hive und ja. Ich warte jetzt einfach mal, bis hier ein paar andere Leute kommen. Ich werde diesen Spielmodus zum Beispiel auch für ein Let's Talk benutzen, was auch noch kommen wird. Also wir reden da praktisch mit Freunden über über verschiedene Themen. Und diese Themen werden wir dann halt sehr ausführlich besprechen. Und da könnt ihr ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob das so okay ist oder ob ich das lieber lassen sollte. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf, so ein bisschen zu quatschen und so. Und ja, ne, was soll ich jetzt noch dazu sagen? ja, also wir könnten theoretisch jetzt auch aus unserer Deckung heraus, aber das möchte ich lieber nicht riskieren, da ich ja überleben möchte. Es sind noch 2 Minuten Zeit. Da drüben ist einer. Oh Gott. Da kommt er, da kommt er. Da. Oh Gott. Nein. Oh, Gott sei Dank. Es ist ganz spannend, wenn man wirklich, ich sag mal, eine gute Position erreicht hat. Zum Beispiel, wenn man halt auch geschlagen wird und dann muss man wegrennen und so. Das ist eigentlich mal an manchen Stellen ganz schön spektakulär. Viele kennen den Spielmodus wahrscheinlich auch von Ungespielt oder weiteren Let's Playern. Ich muss aber jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier überlebe. Es ist immerhin noch eine Minute und das ist eine ganz schön lange Zeit. Oh mein Gott. Ich hab grad so ein bisschen Angst, obwohl meine Position natürlich auch gut ist. Es ist schon wirklich so offensichtlich, dass es schon wieder unoffensichtlich ist. Hier wird gerade einer verfolgt, da auch. Boah, es leben aber noch relativ viele Hiders. Also 11 Stück noch. Das ist eine ganz schöne Menge, du. Mann, Mann, Mann. Da drüben kommt noch einer.
Es ist immer gut, wenn dann Leute, ich sag mal, vorbeirennen, die schon einen Block sehen und den dann halt hinterherrennen. Finde ich eigentlich recht cool. Und ja, und so. Aber es passiert ja irgendwie gar nichts. YOLO! Okay. Das war sehr krass. Nein, verpiss dich. Nein. Sehr schön, der hat den anderen Block gesehen. Boah, es ist gerade so kacke ruhig, aber trotzdem. Hier rennt noch ein Ofen rum. Ach nee, der wurde doch nicht gesichtet. Yay, wir haben gewonnen. Wir haben jetzt 5 Minuten durchgestanden. War auf jeden Fall eine coole Runde. Wieder 80 Tokens mehr. Und ach so, wir haben noch 150 dazu bekommen, weil wir gewonnen haben halt. Und ja, dann würde ich sagen, hänge ich noch eine Runde hinten dran. Komm, ich hänge noch eine hinten dran. Wir gehen gleich mal in den Server hier. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Yo Leute, herzlich willkommen. Wir spielen die Map Lotus, wie man hier sehen kann. Ich bin ein Furnace. Ich kann mir diese Blöcke übrigens auswählen. Also ich kann auswählen, was ich bin. Aber das ist gar nicht mal so eine gute Position. Obwohl, ne, so gute Position ist das eigentlich gar nicht. Da man hier ganz leicht gesichtet werden könnte. Ich stelle mich jetzt, ne, das ist eine scheiß Position. Oh Gott. Ich merke schon, ich verliere jetzt schon. Hier oben kommt vielleicht keiner drauf. Wäre ganz cool. Komm schon. Jetzt. Und wir sind ein solider Block. Cool. Finde ich scheiße, dass man das nicht switchen kann hier. Finde ich wirklich ein bisschen schade eigentlich. Okay. Lol. Okay. Gut, da sind schon ein paar Heider, paar Seekers. Oh, Junge, ich verwechsel das immer. Drei sind bislang am Suchen. Oh mein Gott. Alter, der Typ ist genau über mir. What the fuck? Der Typ steht einfach instant rum. Den könnte man theoretisch jetzt killen. Aber ich lasse es mal lieber. So, mal gucken, falls hier einer reinkommt, ob der mich entdeckt. Also, würde mich wirklich mal interessieren jetzt. Weil, ich meine, wir sind ja in dem Sinne eigentlich in einer relativ unauffälligen Position. Obwohl man es eigentlich schon bemerken könnte, wenn man hier hoch guckt und dann sieht man da so einen Ofen dastehen. Ich glaube, da bemerkt man schon, dass da irgendwas falsch ist. Höhö, der Typ ist runtergefallen. Hier ist noch ein Block. Na, wo wollen wir denn hin? Okay. Es leben noch 15 Mann und 8 suchen im Moment. Ja, Attacke, Attacke, Attacke. Stirb, stirb einfach. Geh sterben. Okay. Da kommt einer hoch. Oder auch nicht. Da drüben sind auch welche. Das Schiff scheint sehr beliebt zu sein, übrigens bei den Heiders. Weil es da sehr gute Versteckpositionen gibt. Ich persönlich gehe da eigentlich nie hin, weil die Seeker da sofort... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Typ ist einfach vorbeigerannt, Alter. Wie schlecht. Alter. Oh nee, ey, geil. Okay, wir müssen aber trotzdem aufpassen. Also, es scheint wirklich eine etwas unauffällige Position hier zu sein. Das finde ich ganz geil. ja, aber so wirklich, Leute kommen halt auch nicht vorbei. Es ist sogar relativ unspannend im Moment. Aber, ja, ne. Was will man machen? Aber es ist auch wirklich... Lol. Aber es ist auch wirklich, ich sag mal, eine Position, wo nicht jeder reinkommt. Also ich habe zum Beispiel den Raum, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich war noch nicht einmal hier drinne.
Und außerdem kommt ja dann noch weniger Leute kommen ja dann drauf, dass hier oben noch so ein Block steht, also im Ernst. Also das ist schon ganz schön hardcore. Da drüben wird gerade einer gejagt. Von Coolman. 23 heißt der, glaube ich, ja. Von Coolman 23. Boah, wie die alle rumrennen, schön. Übrigens, wer sich wundert, warum kann ich hier zoomen und so? Nein, ich spiele nicht mit der 1.6 Version von, oh Gott. Von Optifine. Alter, wie geil das einfach ist. Übelst geiles Gefühl. Nein, ich spiele nicht mit der 1.6 Version von Optifine, sondern mit der 1.7 Version. Optifine hat eine Version von 1.7 rausgehabt. Ah, geil. Oh nein, der hat mich gesehen, oder? Doch nicht, Alter, lol. Alter. Wie geil das ist. Alter, wie geil das ist. Oh, ich hau mich weg, ey, geil. Richtig geil. Alter, wir gewinnen das jetzt so easy. Oh, wie geil. Oh Junge, ey, es sind gerade so 6 Mann oder so an mir vorbeigelaufen. Alter, wie geil. Richtig geil. Ich mache jetzt Yodo-Style. Kuckuck, ich bin da. Wir haben noch keine Ahnung, wie viele Sekunden. Haha, wir haben gewonnen, Opfer. Hahaha. Huhu, juhu, wieder gewonnen. Recht coole Runde. Ich würde sagen, ich hänge noch einen hinten dran. Wir machen mal... Was hast du für einen Schaden, ey? Komm auf dein Leben klar. Wir machen noch eine Runde und... So, gehe ich gleich wieder rein. Oh. Ja, komm, dann gehen wir da rein. Okay. Ich hänge noch eine Runde hinten dran. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, würde ich sagen, im Gameplay. Bis gleich. So, Leute, herzlich willkommen hier zurück. Wir sind ein Furnace. Oh, noch in den letzten 2 Sekunden ausgewählt. Oh nein. Oh nein. Ich kenne die Map nämlich gar nicht, weil ich so fast wirklich gar nicht Hide and Seek spiele. Na scheiße. Na gut, okay. Wir spielen Surf Hide All Games 2. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ich schaff's mal. Naja. Gut, wir sind ein Furnace, wie man schlecht erkennen kann. Aber das ist eine richtig beschissene Position, weil es hier wirklich nichts gibt, wo man sich irgendwo als Furnace verstecken kann. Zumindest sehe ich hier gerade nichts. Und... Oh, shit. Das ist echt schade. Oh! Verpiss dich von mir, chill dein Leben, chill dein Leben! Chill dein Leben! Nein! Fuck, der Typ ist echt hinter mir her, ey. Ja, scheiße, ne? Ach, kacke. Okay, wir konnten wir uns noch vor ihm abhauen. Ich gehe mal hier rein. Ja, ich gehe mal hier rein. Ich guck einfach mal. Wir sind... Ja, Alter, wir werden kein solider Block. Wie scheiße ist das denn? Wer solide? Okay, wir sind jetzt also ein solider Furnace und der Typ dort vorne hätte uns fast gekriegt, dieser Kuba-Code. Aha, er hat Code gesagt, aha, okay. Gut, es leben noch relativ viele, also... Hä? Ist das rechts ein Anzeigefehler oder ist das, wenn ich auf Tab drücke, ein Anzeigefehler? Es leben noch 19 Hiders. Und da werden aber nur 10 angezeigt. Hä? Naja. Mir soll's recht sein. Okay. Ja, wie kriege ich jetzt 190 Sekunden die Zeit rum? Einfach nichts sagen. Okay, ich glaube, das reicht.
Also, die Leute hier sind sehr schlau, ne? Nein, es ist eigentlich wirklich eine geile Position, wahrscheinlich, weil es auch so viele Löcher hier gibt. Es gibt sehr viele Löcher. Er hat Loch gesagt. Aha! Boah, Alter. Okay, ja, wahrscheinlich, weil es hier wirklich so viele Löcher gibt. Und, da wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder überall reinschauen. Mit ganz... Kommen wir hier eigentlich raus? Ey, scheiße. Natürlich nicht. Ja. Es ist gerade irgendwie scheiße, weil wenn einer hier reinguckt und uns findet, sind wir tot. Aber im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Wieso wechseln denn immer die Namen an? Ich schnall das nicht. Ich habe sehr großen Respekt vor den Seekers. Oh nein, Alter. Komm einfach nicht zu mir. Oh Gott, lol. Nein, die dürfen mich nicht finden. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich bin gerade voll auf Adrenalin. Da ist wieder dieser komische Cooper-Code. Oh nein. Scheiße. Oh mein fucking Gott. Wow. Alter. Wäre schon krass, wenn wir hier einfach so, keine Ahnung, ne? So, 3 Runden hintereinander gewinnen. Vor allem beim ersten Anlauf. Das ist meine erste Aufnahme jetzt. Also diese 3 Runden. Alles, alle 3 beim ersten Mal. Oh, der Typ ist auch vorbei. Sehr schön. Komm, noch 50 Sekunden. Ne, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Alter, scheiße, ey. Alter. Oh, ja, ist er weg. Er ist weg. Er ist weg. Oh mein Gott, nein! Alter! 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 What the fuck? LOL! Alter, wie der Team an mir vorbeigerannt ist, Alter, wie geil! Alter, lol! Wir haben 3 Runden hintereinander beim ersten Anlauf gewonnen. Alter, ich bin übelst stolz. Alter, wie geil. Krass. Richtig krass. Hätte ich nie mitgerechnet, echt nicht. Alter, wie geil die Runden waren. Alter, geil. Wie die am Ende alle an mir vorbeigelaufen sind. Boah, sah das geil aus. Okay, danke fürs Zusehen. Ich würde eine Bewertung sehr, sehr freuen. Wäre wirklich richtig geil von euch. Dafür, dass in den Runden eigentlich nicht wirklich was passiert ist, war das doch relativ geil. Und, ja, danke, bewerten nicht vergessen. Abonnieren, wenn es euch sehr gefallen hat. Und, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.